Hallo, heute zeige ich euch, wie man ein Hausmittel gegen Hundeflöhe macht. Dazu braucht ihr ein Feuerzeug, etwas Wasser, eine Teelichtkerze, einen Teller und Spülmittel. Als erstes nehmt ihr das Wasser und schüttet es in den Teller rein. Das reicht schon. Danach nehmt ihr das Spülmittel und schüttet ganz bisschen ins Wasser rein. Aber wirklich nur ganz bisschen. Das reicht schon. Zuletzt nehmt ihr die Kerze, zündet sie an. Und legt sie in das Wasser. Flöhe suchen meistens das Licht. Das heißt, wenn ihr einen Teller neben den Hund stellt, wollen sie anstatt zu dem Hund Richtung Licht. Dann ertrinken sie wegen dem Wasser und das Spülmittel tötet sie am Ende. Beziehungsweise dann sind wir sicher, dass die Flöhe vernichtet werden. Es ist ein sehr gutes Hausmittel. Ich empfehle es euch. Stellt sie am besten abends hin, weil da sind die Flöhe meistens aktiv. Okay, das war's von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen.